Köln-Jahnwiesen-Aufwärmprogramm neben dem FC-Stadion. Als Kind möchte Hundeexperte Martin Rütter Fußballprofi werden. Später an der Sporthochschule peilt er eine Karriere als Sportreporter an. Ich wollte immer das aktuelle Sportstudio moderieren. Das war mein größter Traum. Da, 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 da. So, mega. Ich hörte von der Absprache. Ja, es gab eine Absprache. Also Katrin Müller-Hohenstein hat gesagt, ich dürfte das mal mit ihr gemeinsam kommentieren. Und ich hatte schon so eine Euphorie. Und dann kam der Nebensatz, ja, wenn der erste FC Köln deutscher Meister wird. Mit anderen Worten, nie, nie. Weißt du nicht? Dass der Glaube Berge versetzen kann, dafür ist Martin Rütter das beste Beispiel. Obwohl er als Kind in Duisburg ohne Haustier aufwächst, studiert er als Sportstudent unzählige Bücher über Hundeerziehung. Seine Karriere als Deutschlands bekanntester Hundeexperte startet Mitte der 90er 200 Meter neben dem Stadion am Adenauer Weiher. Ja, Martin, der Adenauer Weiher, was macht der mit dir? Ja, das ist ja die typische Sportjournalistenfrage, aber den macht er wirklich mit mir. Ich kriege hier richtig Wehmut, weil hier hat alles mit der Hundeschule angefangen. Ich habe noch im Studentenwohnheim gewohnt und habe aber nebenbei angefangen, hier Hundetraining zu geben. Und überleg mal, das ist jetzt über 25 Jahre her. Und da bin ich jeden Sonntagmorgen mit dem Mountainbike hier langgefahren und habe an jedem Baum mit Heftzwecken ein selbstkopiertes Blatt da reingehängt. Ja, Hundeschule, Rütter, gewaltfrei und artgerecht. Und da waren so Abrisszettel. Und dann bin ich hier rüber bis zum Decksteiner Weiher und keine Ahnung, immer den Hund dabei. Und auf dem Rückweg waren immer schon so ein paar Zettel ab. Irgendwann kannten mich alle. 25 Jahre später betreibt Martin Rütter über 100 Hundeschulen in ganz Deutschland. Dazu kommen zahlreiche TV-Shows und Live-Auftritte in den größten Hallen der Republik. Ruf mal einen deutschen Schäfer und hier, Sir, jawohl, Sir. Und du denkst, ey, bleib ruhig, ist alles gut. Ich wollte nur mal Hallo sagen, ist wirklich alles okay, ja? Ruf mal einen Golden Retriever, hier, ja, aber erst gehe ich spielen, tschüss, ja. Seine Live-Shows sind wegen der Corona-Pandemie verschoben. Wie viele andere gibt auch Martin Rütter Webseminare per Videoschalte aus dem Homeoffice. Wie ist das denn? Der hat seinen Fifi auf dem Schoß beim Videochat? Nein, oder? Ich zeige Videos von Hundebegegnungen, erkläre das Verhalten, Fälle, die ich erlebt habe, analysiere ich. Die Leute können Fragen stellen. Und man kommt dann in dieser Online-Zeit ja auch trotzdem in Kontakt. Auf Kontakte, wenn auch mit Abstand, muss er bei unserem Spaziergang um den Adenauer Weiher nicht verzichten. Auch wenn sein eigener Hund Emma heute nicht dabei ist, zieht Martin Rütter Hundebesitzer magisch an. Das Einzige, was ist, ist verfressen. Ja, ja, und da sieht man jetzt auch die Leckerchen, hypnotisiert er ja auch. Ja, ja, wenn er was gemacht hat, kommt er ganz schnell angeflitzt. Aber unterm Strich passt das ja total. Also Sie würden ja niemals sagen, ja, der Titus, der nervt, den will ich nicht mehr haben. Dann ist er dann um Gottes so, Willen, ne? Wir sind ganz lieber, ne? Wir sind ein feines Männchen. Ein Papa, seine liebe Jungen bist du, ne? Ja. Was kriegt er jetzt? Er hat ja nichts gemacht. So, oh, jetzt möchte ich ihn drücken und knutschen. Weil er hat jetzt total verstanden, wenn ich ihm jetzt einen Keks gebe, ist es nur für Bälle. Der Hundeprofi Martin Rütter ist auch heute gewohnt schlagfertig und gut gelaunt. Und dabei waren die letzten Monate für ihn persönlich sehr schmerzhaft. Er verliert zwei seiner engsten Freunde und seine 80-jährige Mutter. Sie war seit 2013 an Demenz erkrankt. Das letzte Jahr war sie wirklich ein Pflegefall, wo man sagen kann, dass dieser Mensch, so wie ich den kennengelernt habe, so niemals hätte leben wollen. Und deshalb war es dann unterm Strich eine Erlösung. Es war ein besonderer Moment. Ich habe mit meinem Stiefvater, wir waren dabei, als sie starb. Das kann ich keinem empfehlen, dabei zu sein, wenn ein Mensch den letzten Atemzug macht. Das ist wirklich starker Tobak. Aber ich glaube, für meine Mutter war es wahrscheinlich sehr gut, dass sie nicht alleine war in dem Moment. 2020 für Martin Rütter ein Jahr gepaart mit schmerzhaften Verlusten und der Corona-Pandemie. Was wünscht sich der Hundeprofi für 2021? Ey, wir alle haben doch das gleiche Thema. Jeder von uns will mal wieder in eine Kneipe, will eine Party machen, will Menschen treffen, will nicht auf 1,50 Abstand oder wie weit auch immer irgendwie kommunizieren und mit der Familie Zeit verbringen. Das wollen wir alle. Und das ist auch so selbstverständlich. Aber irgendwie, weil 20 so für mich war, wie es war, steht bei mir so Gesundheit. Martin, vielen Dank. Danke dir. Hat mich gefreut. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.